Da fühle ich mich lebendig bei guten Jackpots. Wenn ein geiler Stuff reinkommt, wird bald 10.000 erreicht. Alright, Leute, willkommen zurück zu einer neuen spannenden Folge Case Clicker Extreme Jackpot. Wir wollen wieder alles bekommen und nichts zurückkriegen. Oder wir werden alles investieren und nichts zurückkriegen, weil das Spiel einfach mich hasst. Es hasst mich in letzter Zeit echt extrem. Zwei Folgen lang voller Pech. Die Folge Nummer 3 muss gut sein. Es wird gut sein. Ich will, dass es gut wird. Ihr wollt, dass es gut wird. Das Game will, dass es nicht gut wird. Eigentlich ist nur das Game das Einzige, das es nicht will, dass es irgendwas passiert. Okay, die Eröffnungsrunde beginnt mit einer Haul für 775 und ein Masterpiece und zwei Stickern. Eigentlich nur die Haul, die wirklich gut ist. Deswegen machen wir die NATO-Spinzerre Katowice rein und hoffen auf fettes Ding. Vielleicht gewinnen wir auch die Eröffnungsrunde. Wenn wir die Eröffnungsrunde gewinnen, ist es einfach nur Luck für die Zucker. Okay, das Glück ist wieder auf meiner Seite. Ich hab's im Gefühl, oder auch nicht. Aber wir kriegen eine gute Haul. Es sind nur 17 Items drin, aber jetzt ist schon Marble Fade drin. Oh, yeah. Deswegen verfolgen wir mal die Theorie, dass wenn man am Anfang reinsetzt, eine bessere Chance hat. Und gehen mal mit fast 15.500 rein. Wenn wir Glück haben, kommen jetzt noch bessere Skins rein. Dann hasse ich mich dafür, dass ich nicht mehr geboten habe. Deswegen mag ich es überhaupt nicht am Anfang zu bieten. Erst am Ende, weil ich weiß, was ich bekomme. Ich habe ja auch schon Challenges gemacht, wo ich ganz am Anfang biete. War nicht so prick. Oh, nein! Ja. Yeah. Ein Crimson Web ist drin und ich habe nur 1500. Deswegen hasse ich es, mittendrin zu bieten. Ich will meinen Einsatz ändern. Ich will ein All-In machen. Come on. Nein? Na gut, dann müssen 20% reichen. Scheiße. Wäre schon geil, oder? Crimson Web. Das ist echt eine gute Runde eigentlich. Hätte ich mal mit meinen geilsten Stickern alles gemacht, ey. Wir haben auch noch Marble Fish für 800 drin. Come on, Game. Come on, Game. Da ist mein Zwillingsbruder MRL drin. Und das gewinnt eine Dose. Scheiße, ey. Hätte ich mal nicht am Anfang geboten, oder? Gut, vielleicht hätte ich auch nie das Crimson Web bekommen. Weiß man nicht. Das wäre Event-Szenario, kann man nicht abspielen. Case Harden, Karen Bild. Oh ja, ist nett, sieht nett aus, ne? Wir haben wieder 20%. Es kann eine gute Runde werden, wenn es reinhaut. Nur dieses Wenn ist ein sehr kritischer Faktor in diesem Spiel. Weil Wenn ist bei mir in letzter Zeit sehr Nope. Und das sieht wieder nach Nope. Ein Nupsleer XX, Nupsleer XXXXXX. Hört auf, so viel Pornos zu gucken und hör auf, den nächsten Namen zu geben. Oh, das Crimson Web ärgert mich extrem, ey. Das ist echt ein Ärgernis. Hätte ich mit meinem besten Sticker reingegangen, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt. Hätte ich bis zum Ende gewartet, hätte ich vielleicht das Ding gar nicht bekommen. Das wäre jetzt interessant zu wissen. Würde das passieren oder nicht? Okay, wir haben eine durchschnittliche Runde mit nur einem einzigen Fade, was wertvoll ist. Der Rest ist so lala. Aber mit 8% habe ich auch schon so einiges gewonnen. Komm mal, 8%. Wenn ich es kriegen würde, wäre es nicht ein Wut-Effekt, aber ja, ein Wutgewinn. Tigertooth, Marble Fade, Sticker, ja, ein paar gute Knives, alles so durchschnittliche Preise, aber wenigstens sind nicht Sticker das Beste, was es hier gibt. Solche Jackpots kann ich überhaupt nicht ab, wo Sticker das geilste Ding ist, was im Jackpot drin ist, man eigentlich auch null Lust drauf hat. Wieder eine Runde mit 8%. 8% ist eine gute Zahl in letzter Zeit bei mir, weil da gewinne ich auch ein bisschen was, aber jetzt gewinnt schon wieder die Dose. Bevor einer einkommt, ich weiß, das sollte wahrscheinlich Dose heißen oder Dose. Steht aber Dose für mich. Und da ist gerade ein 800-Dollar-Sticker reingekommen oder Item. Sticker gibt es gar nicht für 800 Dollar. Oh, noch was für 800. Eine schöne Runde wird das. Wir haben zwei 800-Dollar-Items drin. Crimson Web, Bayonetten und ein Doppler-Knife. Das Doppler-Knife habe ich letztes Mal schon gewonnen. Der Rest ist nicht so prickelnd, aber es sind zwei 208-Dollar-Items drin, von daher. Lass mal die Vox Eminar machen. Die Vox Eminar, die reißen das hier raus. Sind aber verfluchte 40%, ne? 40% habe ich bisher noch nie was gewonnen. Das ist eine hammergute Zahl eigentlich, aber irgendwie gewinne ich da absolut gar nichts. Und es rollt, und es rollt, und es rollt, und es rollt nichts. Ich verstehe es nicht. Wie oft kann man mit 40% etwas verlieren? Okay, gefolgt von einer durchschnittlichen Runde, haut nicht weg. Wir haben nur ein gutes Knife drin. Fast zwei, aber auch ein Sticker dazwischen. Und you what mate, gewinnt. Ich habe nicht mal was kommentiert, weil ich 6% hatte und auch eigentlich nichts drin war. Was ist denn das für ein Schrott, ey? 372 ist das beste Item. 4%. Es wird immer wieder weniger, immer weniger. Hat echt gut angefangen, aber jetzt wird es... Ach. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sage. Warum tut mir das Game das an? Warum verliere ich die ganzen geilen Scheiße, geilsten Items und was ich immer auch schon gesehen habe und mit meinem Einsatz, aber so ein 4% Fuck-Ding kriege ich... Ich weiß, ich sag da nichts. Yay, 3 Glock Fades und ein Sticker, geile Runde. Immerhin habe ich 3%. Mit 3% gewinne ich ja alles, ey. Oder ein fucking Bing-Bang.
Wir hatten Supra als Avatar. Das Ding ist aus 1980. Ein Tiger-Tuff, gefolgt von zwei billigen Stickern und ein paar anderen nutzlosen Dingern. Ist okay. Ja, na, ja. Ist aber nicht 1800 Dollar okay, ne? Sind 1800 Dollar Knife. Das wäre was für die Sammlung. Das wäre was für die Sammlung. Auch wenn ich schon durch Trades ein paar gute Dinger geschenkt bekommen habe. Gewinnt ein fucking Elite Player. Welcher Duschbeck nennt sich Elite Player? Oho, ein Fade, gefolgt von zwei Stickern. Nächste Runde, danke. 6%, wupp, 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 wupp. Mein Zwillingsbruder hat bisher noch nie gewonnen. Ja, wir haben ein Marble Fade und dann gefolgt von vier durchschnittlichen Knives, aber kein einziger Sticker dazwischen. Aber nichtsdestotrotz ist die Rosende jetzt nicht so krass. Ja, das Marble Fade ist ganz passabel, aber die danach kommen, sind halt nicht so passabel. 13%, wupp, 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 für Marble Fade, Marble Fade und ein fucking Krypton gewinnt. Wir starten die nächste Runde, hoffen auf geilen Stuff, weil das bleibt ein bisschen aus. Es ist ja nicht so, dass das Game mir schlechte Jackpot gibt, ne? Ich meine, auf alle 10 Runden kommt ja was Geiles manchmal. Das Problem ist nur, ich gewinne die nicht. Das ist das größte Problem. Ich habe schon so viele 1000-Dollar-Items gesehen. Ich habe keine einzige Runde davon gewonnen, weil ich mit 40% hier nichts gewinne. Slaughter, Fade, Fade, Naktus. 7%. Wir kommen hier nicht aus dem zweistelligen Bereich raus. Es ist... Come on. Bayonet, Doppler, Tiger Tooth. Okay. Geht's nur mir so, der seit dem neuesten Update so viel Pech hat? Oder ist es irgendwie nur meine Wahrnehmung, die jetzt so anders ist? Hatte ich schon immer vielleicht nicht so viel Glück? Weil vor dem großen Update hatte ich deutlich mehr Glück gehabt. 100 Pro, wette ich mit euch. Und das ist in letzter Zeit irgendwie komplett kaputt. Kaputt ist das. Ein Doppler-Nein von M9. Dann kommen ein paar langweilige Dinge. Ein Fade. Okay. Wieder 5%. Ich habe bisher 2 Runden gewonnen. Ich hatte echt gute Hoffnung, dass ich hier einen guten Ding wieder haben werde, nachdem die Haul gewonnen habe. Vielleicht versuche ich es mal mit dem Jackpot-Glitch. Den habe ich ja in der letzten Folge gezeigt. Vielleicht kriegen wir dadurch was Gutes. Okay, ein paar 400-Dollar-Items sind drin. Kann man sich geben. Ich... sind nur Sticker, ey. Und ein Marble Fade. 41% mit 1500. Vielleicht wird's ja was. Ich habe mit 40%. 40%. Jetzt wird's gewinnen, natürlich. Da ist ja nur ein gutes Item drin. Sag ich doch. Sag ich doch. Es gewinnt immer das, was ich nicht haben will. Eine Masterpiece, gefolgt von einem Tiger Tooth. 8%. 8%. Das wird droppen. Und wenn das droppt, dann droppe ich dieses Tablet. Warum habe ich hier Hoffnung? Ich gewinne eh nur die Runden, auf die ich keine Hoffnung habe. $500 Tiger Tooth. Ist mir jetzt auch nicht krass viel wert. 5%. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Ich will doch nur eine gute Runde einhaben. Einmal eine gute Runde noch spielen. Ich muss nicht mal was gewinnen. Ich will nur einfach noch mal ein gutes Knife haben. Etwas, worauf man gespannt sein kann. Dass man etwas, worauf man hoffen kann. Hoffnung brauche ich hier. Und ich kriege hier gar nichts. Was hat das Spiel nicht unter guter Runde verstanden? Was hat es nicht verstanden? Warum gibt es mir eine Knight und eine Fate als... Und dann kommen direkt noch $200-Items, ey. 0,3%. Und es bringt nichts. Doppler Knife, Sticker, Karambit Vanilla. Sticker, Sticker, Sticker. Dreck, Dreck, Dreck. Mir eigentlich im Prinzip egal inzwischen, was da reinkommt. Ich will einfach nur irgendwas gewinnen. Bisschen neue Knife dazu holen. Sticker in Knife umwandeln. Muss ja nicht immer der krasse Shit sein, den man haben will, ne? Das ist ein bisschen egoistisch. Man sollte sich auch mit gefühlte, mit dem... Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas, man sollte sich zufrieden geben mit dem, was man hat. Oder kriegt, aber man kriegt ja nichts, weil irgendein Kappa-Face immer gewinnt. Jetzt habe ich auch den Lag nicht mal rausgeschnitten, von daher wussten wir so oder so, ob das jetzt was ist oder nicht. Oh, 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 oh. Hätte ich jetzt mal den Glitch benutzt, Fuck die Wand dann, ey. Egal, $1200, ich gehe direkt am Anfang mit. Und zwar mit meinen besten Stickern. Holy shit, ich hätte eine 73%ige Chance gehabt, wenn ich den Glitch benutzt hätte. Fuck, jetzt ärgere ich mich drum. Das ist jetzt eine gute Runde. Yes, yes, davon rede ich. Da wird das Herz wieder aktiv, da pumpt's wieder, weil man hat die Hoffnung auf einen geilen Shit. Da kommen $400-Items rein, das wird immer besser und immer besser. Mein Prozentsatz wird immer schlechter und komm mal, noch ein $1000-Item, damit das Ganze noch perfekt wird. Da fühle ich mich lebendig bei guten Jackpots, wenn ein geiler Stuff reinkommt, haben bald 10.000 erreicht. Oh, und die 40%-Marke ist erreicht. Ich habe ein Bilderbuch-Jackpot, ja? Bin am Anfang direkt reingegangen. Na, laut Theorie sollte ich ja eine bessere Chance geben. Beziehungsweise sollte auch bessere Items geben. Ich habe eine 40%ige Chance. Wir haben 11.000 fast im Jackpot drin. Und wir rollen die Scheiße aus dem Ding. Wir rollen das Ding und wir hoffen endlich mal auf unser erstes $1000 Knife, dass ich den Jackpot gewinne. Und... Yes! 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 Ja, Mann! Endlich mal gewinne ich mit 40%, endlich mal gewinne ich einen Jackpot hier, der sich lohnt. Ich hatte in den letzten paar Folgen vereinzelt auch schon Jackpots gewonnen. Keine Frage, kein...
da sage ich auch nichts gegen zu. Aber die habe ich immer gewonnen, weil ich irgendwie mit 20% reingegangen bin. Erstes Mal mit 40% und direkt reingegangen bin und direkt das fucking Neige gekommen habe. Ich war noch nie so pumped wie, glaube ich, sonst was. Ich sehe das Ding nicht mal, weil das so kacken wenig wert ist. Da ist es. Guck mal, shiny. Wäre noch mehr shiny gewesen, wenn es das wäre. Oder noch shiniger, wenn es das wäre. Und das Knife hatten wir heute auch gesehen, aber das Game war nicht so gnädig. Jetzt bin ich pumped. Game. Gib mir Knife. Inzwischen ist mir auch scheißegal, ob ich den Glitch verwende oder nicht, weil ich will einfach nur geilen Stuff haben. Ja. Ich habe hier die Schnauze voll, diese Sticker aufzumachen. Und ich habe die Schnauze voll, Geld zu klicken. Und ich habe die Schnauze voll, diese Sticker auch immer wieder zu verlieren. Ich will endlos viele Sticker haben, um einfach mal Jackpot zu zocken zu können. Ich will ihn nicht mehr aufmachen. Ich habe schon 3000 von denen aufgemacht. Man kann auch nichts mal schenken durch Trading, weil das Trading-System beschissen ist. Und hier kommt einfach nichts Geiles rein, deswegen können wir auch den Glitch vergessen. 300 $ Knives. Wir rollen mit 6% und hoffen auf ein... Ja, hoffe ich, Sobiski hat gewonnen. Aber Leute, wisst ihr was? Ihr gebt einen Daumen hoch für ein fucking gutes Knife. Endlich mal. Ich bin hyped. Die Ausbeute ist ganz okay. Wir haben eine gute Haul bekommen, wir haben ein gutes Knife bekommen und ein paar kleine Billigrunden gewonnen. Eine, glaube ich, nur, ne? Und ansonsten, schaltet rein in die nächste Folge. Schaltet auch bei den anderen Videos vorbei. Nicht nur bei Caseclicker. Würde mich freuen, sage ich ja immer wieder. Und gebt mehr Flosse. Flop.